Wir sind sehr froh, dass es mit dem Digitalpakt Schule jetzt endlich losgehen kann. Da wird der Bund 5 Milliarden Euro investieren, um digitale Bildung an die Schulen zu bringen. Da haben wir ganz, ganz großen Nachholbedarf. Deswegen ist es erstmal eine gute Nachricht. Aber wir sehen auch, dass die Investitionen, die vor allen Dingen in Technik erfolgen sollen, dass die nicht ausreichen, um wirklich den Schülern die Möglichkeit zu geben, digital lernen zu können im Unterricht. Und deswegen fordern wir einen Digitalpakt 2.0. Und damit wollen wir 4 Dinge erreichen. Wir wollen zum einen, dass es an den Schulen IT-Administratoren gibt, die die Geräte und die Technik warten können. Wir wollen zweitens, dass die Lehrer fortgebildet werden, damit sie überhaupt wissen, wie sie digital unterrichten sollen. Wir wollen drittens, dass die Schulen Budgets bekommen, damit sie Lernsoftware und digitale Schulbücher überhaupt anschaffen können. Und wir wollen viertens dafür sorgen, dass es ganz klare Datenschutzstandards gibt, damit die sensiblen Schülerdaten geschützt werden können. Das alles brauchen wir, damit die 5 Milliarden, die jetzt in Technik investiert werden, auch sinnvoll sind, dass die Technik nicht veraltet ist, bevor man die Technik überhaupt wirklich sinnvoll nutzen kann.